Der Champion ist gekürt. Rückblick auf das ELF-Finale. Neuer Seeder wird's Headcoach Juan Fatah im Gespräch mit Football. Und wer fährt nach Essen? Die Halbfinals der ERIMA GFL. Das und noch einiges mehr jetzt in der Football News Zone. Wie viele wohl schon am Opener bemerkt haben, seit heute hören wir auf mit dieser seltsamen Trennung zwischen ELF und GFL. Im Hause Football sind wir American Football Fans, ob nun in Dresden oder Madrid. Jeder Tackle und jeder Touchdown interessiert uns. Deshalb heißt es ab sofort herzlich willkommen zur Football News Zone. Ryan Fire hat es geschafft. In beeindruckender Manier hat das Team von Headcoach Jim Tomsula den ELF-Titel verteidigt. Vor einer beeindruckenden Kulisse von mehr als 41.000 Zuschauern ließ Ryan Fire von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Sie waren das klar bessere Team in der Felddienstarena. Gerade die Offensive von Ryan Fire beeindruckte in diesem Finale. Erneut lieferte Offense-Coordinator Andrew Weidinger ein Meisterstück ab. Obwohl schon zurück bei der Familie in den USA, hat sich Weidinger für Football einige Minuten Zeit genommen, um das Finale noch einmal Revue passieren zu lassen. Coach, erstmal hallo. Die Leute werden das im Bild nicht sofort erkennen, aber du bist zurück in Arizona bei deiner Familie. Andrew Weidinger, Offense Coordinator of the Back-to-Back ELF Champion Ryan Fire. Wie hört sich das an? That's awesome. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Wir hatten einen tollen Lauf und es hat viel Spaß gemacht. Eine Sache, die in diesem Finale herausgestochen ist, war die Offensivleistung von Ryan Fire. Warst du überrascht, wie einfach ihr den Ball bewegen konntet? Ihr hattet immerhin 516 Yards Total Offense. Ja, weißt du, es gibt viele Spiele, in die ich reingehe und bei denen ich mir nicht zu 100% sicher bin, weil man sich andere Teams anschaut. So war es jetzt auch bei Wien. Man schaut sie sich an und sieht, wie sie gegen Teams spielen, die nicht wirklich so gut sind wie Ryan Fire. Und davon hatten sie eine komplette Saison. Daher weiß man nicht wirklich, wie gut einige dieser Jungs sind. Wir hatten lediglich ein Gefühl, dass da einige Sachen waren, die wir attackieren sollten, um das Spiel zu dominieren. Und es ist wirklich zu großen Teilen genauso gelaufen, wie ich es erwartet habe. Ich hatte erwartet, dass wir kleine Probleme bekommen könnten, unser Laufspiel zu etablieren, aber das Passspiel würde etwas anderes sein. Und genauso war es auch. Es gab nicht so viel Gegenwehr, wie wir gedacht hatten, aber das war auch dieser Teil in mir, der gedacht hat, sie können vielleicht nicht so viel dagegen setzen. Es ist also genauso gelaufen, wie wir gedacht haben. If one followed, man die Saison von Ryan Fire verfolgt hat, dann hatte man immer das Gefühl, dass du immer einen bestimmten Spieler in den Mittelpunkt gestellt hast. Einige Male Glenn Tunga, im Wildcard-Match war es Harlan Kwofi, aber in diesem Finale habt ihr den Ball ziemlich verteilt. Ihr hattet alleine 7 verschiedene Spieler, die Pässe gefangen haben. War das eure Intention? Nun, es beginnt alles mit Kelvin und Harlan im Passspiel. Es beginnt mit Glenn im Laufspiel und diesen beiden im Passspiel. Wir hatten einige wie Tim Sauerland, den wir bei einigen Spielzügen gefunden haben. Aber Kelvin McKnight war on fire in diesem Spiel. Er hatte mehr als 100 Yards Receiving und vielleicht nochmal das Doppelte in Return Yards. Es ging darum, wie bekomme ich den Ball zu Kelvin. Und Jadrian hat einen tollen Job gemacht, den Ball zu verteilen. Man überlegt immer, wie bekomme ich den ein oder anderen ins Spiel. Ich sage immer, wir müssen den Ball öfter zu Sergei Kendos und TJ Alexander geben. Aber es ist schwer, denn da sind so viele gute Spieler im Team und über allen steht Glenn. Aber diese beiden Backup-Running-Backs sind richtig gute Footballspieler. Jede Woche sage ich mir, du hast einen schlechten Job gemacht und hast nicht alle Spieler ins Spiel gebracht. Ich habe es versucht, aber es ist einfacher gesagt als getan. Keine Ahnung, ob du mir recht geben wirst, aber ich denke, die stärkste Unit auf dem Feld war die Ryan Fire Offense Line. Jadrian Clark hatte genug Zeit, um die Verteidigung zu lesen, und das Laufspiel hat die Wiener Verteidigung mehr als nur beschäftigt. Ihr hattet immerhin 4,8 Yards pro Lauf. Gibst du mir recht, dass dies die vielleicht beste Leistung der O-Line in dieser Saison war?
work that the offensive line had done this season? Ich weiß nicht, ob es die beste Leistung war, aber es war richtig gut und genau zum richtigen Zeitpunkt. Diese Jungs, unsere Offensive Line, haben diese Offense in den vergangenen 2 Jahren getragen. Ihre Physis und ihr Verständnis. Wir haben mehr Laufspielzüge und Konzepte bei Fire, als es zu meiner Zeit bei den Tampa Bay Buccaneers und auch bei den Atlanta Falcons der Fall war. Wir gehen in ein Spiel mit mehr Laufkonzepten und wir machen das auf viele verrückte Arten. Und deren Fähigkeit, sich auf all das einzustellen und es umzusetzen, ist unglaublich. Außerdem kommen sie auch noch raus und dominieren. Ich denke mir immer, wir machen so viele verschiedene Sachen und viele sind wahrscheinlich echt schlechte Ideen. Aber unsere Offensive Line ist so gut, sie kaschieren meinen schlechten Coaching-Job. Und plötzlich sagen alle, hey, das war eine tolle Idee. Aber vielleicht war es das nur, weil diese Jungs die anderen von der Line of Scrimmage gefegt haben. The final score, der Endstand von 51-20 ist vielleicht etwas zu hoch, denkst du nicht auch? Denn Wien hat einiges in dieses Finale gebracht, oder? Sie sind zum Beispiel gut in das Match gestartet. Ja, das haben sie. Sie wurden mit diesem Holding Call bei der Interception in der Endzone beraubt. Da habe ich mit ihnen Mitleid. Das ist aber auch die einzige Sympathie, die ich gegenüber ihnen habe. Denn ansonsten war es eine Reinfire-Offensivleistung. Sie wurden outcoached und outplayed. Aber ich habe Mitleid, was diese Interception angeht. Ich denke, diese Entscheidung war falsch. Über 41.000 Zuschauer in diesem Stadion. Wie hast du diese Atmosphäre erlebt? That was pretty cool. Das war ziemlich cool. Echt cool. In meinem ersten Jahr in der NFL, da haben wir ein Playoff-Spiel gegen die Arizona Cardinals gehabt, hier in Phoenix. Das war zu meiner Zeit in Atlanta. Und in diesem Spiel war eine Stimmung schon während des Warmmachens, wo normalerweise noch niemand im Stadion ist. Da war dieses Knistern im Stadion. Und das Finale hatte sehr viel davon. Es war eine tolle Stimmung im Stadion. Und es war toll zu sehen, wie über 40.000 Menschen in einem Stadion in Europa sind. Das ist ein toller Schritt in die richtige Richtung. Ich war ganz ehrlich etwas überrascht, wie schnell du Deutschland verlassen hast. Wahrscheinlich hattest du nicht einmal richtig Zeit, mit dem Team zu feiern. Ich denke, alle Footballfans hoffen wie ich, dass du im nächsten Jahr zurückkommst. Hattest du schon Gespräche mit den Verantwortlichen von Rheinfire? Oder auch Kopenhagen ist eine schöne Stadt in Europa. Und ich denke, die suchen auch einen Headcoach. Kopenhagen ist eine really nice city in Europe too. And I guess they're looking for a head coach. Nun, Kopenhagen sucht einen Headcoach, das weiß ich. Aber es ist auch Fakt, ich bin es nicht. Ich weiß, wen sie sich holen. Und ich weiß, der wird einen richtig guten Job machen. Ich werde im kommenden Jahr wieder nach Europa kommen. Mit kleinen Kindern ist das immer schwierig. Bekommt man das hin? Und ich war wirklich überrascht, dass die Kids gesagt haben, sie wollen zurückkommen. Also ich werde wieder nach Europa kommen im nächsten Jahr. Wohin? Ich denke, in den nächsten 24 Stunden sollte das feststehen. Wir nehmen es ja gerade am Mittwoch auf. Mittwoch in Arizona, am Donnerstag werden wir es wissen, wo es hingeht. Kurz nachdem ich dieses Gespräch mit Andrew Weidinger geführt hatte, wurde es offiziell. Der Nachfolger von Head Coach Rip Scherer bei den Madrid Bravos ist Andrew Weidinger. Rheinfire verliert also seinen Offense-Coordinator. Über 40.000 Zuschauer feierten am vergangenen Sonntag eine Football-Party, wie es bisher nur wenige in Europa gab. Stefan war mittendrin und hat einige Fans befragt, wie sie denn das Event und das Championship-Game so fanden. Am Sonntag durfte ich für Football beim Championship Game 2024 auf Schalke dabei sein. Unter dem Motto Stefan on Tour habe ich vor Ort mit einigen Fans sprechen können. So, und jetzt haben wir auch endlich mal 3 Leute in wunderschönem Lila vor uns stehen. Seid ihr extra für das Spiel heute nur angereist oder seid ihr vielleicht schon das Wochenende über hier oder ähnliches? Also wir sind gestern gekommen. Und ihr wart auch schon vorher irgendwo unterwegs bei einer Fanparty oder ähnlichem, oder? Wir beide sind schon 1,5 Wochen unterwegs mit Endziel dieses Finale. Okay. Und waren gestern im Hotel Clayton beim Fantreffen von Rheinfire. Und natürlich die allerwichtigste Frage, oder sagen wir mal die zweitwichtigste Frage für heute. Fanparty,
heute Nachmittag ist ja nicht ganz so schlecht gemacht. Auf jeden Fall eine große Fläche, die bespielt wird. Wie findet ihr es denn hier? Gefällt mir sehr gut. Ja. Irgendwas, was ihr mit nach Wien nehmen könnt? Wir hätten auch gerne so viel Platz. Hallo. Unter anderem traf ich auch Randy McGuinness und seine Frau, die begeisterte Fans der European League of Football sind. Randy und seine Frau waren mittlerweile bei über 25 ELF-Spielen und auch bei jedem Finale dabei. Sag mal, ist das dein erstes Championship-Game hier heute? Nein. Das vierte, also das ist ja schon ein Kenner. Dann kannst du ja im Prinzip schon sagen, ist das besser wie die Jahre zuvor, die Ausstattung hier? Ja, definitiv. Es ist deutlich besser geworden als die Jahre. Man sieht die Entwicklung. Auch im Nachgang habe ich Randy nochmal eingeladen, um zu erfahren, wie ihm das Finale und das Drumherum gefallen hat. Zum Finalwochenende selber, ich war mit meiner Frau dort. Wir sind am Freitag angereist und am Montag wieder zurück. Und zusammengefasst sagt sie auch, es war ein wunderbares Wochenende, ne, geprägt nur von der ELF. Angefangen mit der Horners Party am Samstagabend und dann den ganzen Tag Championship Game hier in der Veltins Arena oder um die Veltins Arena herum mit der Power Party. Das war schon diesmal eine gute Show, was sie da Event, was sie da hingebastelt haben. Randy erzählte uns, dass sie die Honors Night im Fight Club wirklich gut fanden. Es war sehr gemütlich und sie lernten einige neue Menschen kennen. Als Beispiel nannte er zwei Fans vom OFC Berlin Thunder. Für ihn und seine Frau sind das ganz besondere Momente. Zudem hatten sie auch prominente Ess- und Sitznachbarn. Karajcha ist dann bei uns am Tisch hingegangen, hat da sein Abendessen genossen hier. Später ist noch Coach Isume, hat sich dann sogar neben mir hingesessen und hat sich die Show noch angeschaut, bis er dran kam. Also das war gemütlich, ja, ganz einfach. Auf der Powerparty sind beide gegen 11 Uhr aufgeschlagen. Einlass war 9 Uhr, aber das war ihnen doch zu früh. Randy ist ein regelrechter Souvenirsammler und schwärmte deshalb von einer Sache. Was ich diesmal besonders hervorheben will, ist sogar der ELF-Shop. Ich kenne das die Jahre davor und diesmal haben sie wirklich ein großes Zelt aufgestellt gehabt mit allen Merch-Artikeln, was sie hatten, sogar Sonderartikel, die es so jetzt im Store gar nicht zum Kaufen gibt. Ja. War gut sortiert, also haben wir gleich zugeschlagen. Randy schwärmte von der Bühne, den Menschen und der Party. Es hatte für ihn Biergarten-Feeling eben nur mit viel mehr Spaß und Action. Auch im Stadion gab es einige Dinge neben dem Feld, die Randy gut fand. Bundeswehr-Einmarsch mit der Ehrenformation, der Nationalhymne mit dem Saxophonisten, ich weiß gar nicht, wie der heißt, warte mal, nachschauen, den André Schnurrer. Da war ich ein wenig skeptisch, aber das hat er echt gut gemacht. Also das war schon gut. Ja. Und was bei der ganzen Geschichte hier der Stadionsprecher, das war ja der TV-Moderator, der Matthias Gehling, der hatte schon richtig Stimmung gemacht und hat es richtig die Arena angeheizt. Ne? Also das war schon, also der hat schon viel gemacht. Also war echt gut. Also das hat er schon viel beigebracht. Ne? Also für die gute Stimmung des Events und das war gut. Der Einlauf der Teams löste bei ihnen und seiner Frau Gänsehauteffekt aus. Zum Spiel sagte er nur, er hat mehr Spannung erwartet, fand es aber trotzdem sehenswert. Seine letzten Worte waren ein Loblied an die Liga. Zusammengefasst für mich und für meine Frau war das ein sehr erfolgreiches Wochenende, hat uns echt Spaß gemacht. Wir wollen nächstes Jahr wieder hin, definitiv. Und im Endeffekt kann man sagen, was mein Fazit ist, die ELF hat neue Maßstäbe für das Endspiel oder Championship-Spiel gemacht.
Auch für mich war trotz einiger Kritikpunkte das Finale das beste Event, was ich in den vergangenen 4 Jahren erleben durfte. Das Stadion mit geschlossenem Dach hatte eine besondere Atmosphäre, die Powerparty war schon fast wie bei einem kleinen Festival und vor allem die Fans haben sehr viel zu einer tollen Stimmung beigetragen. Diese Meldung ist in der Football-Szene eingeschlagen wie ein Meteor. Shuan Fatah wird neuer Headcoach der Hamburg Sea Devils. Schon seit den ersten Tagen der ILF war Shuan Fatah regelmäßig im Gespräch für einen Headcoach-Posten in der European League of Football. Ab der kommenden Saison ist es nun soweit. Ich habe mich mit Coach Fatah zusammengeschaltet und ihn befragt, warum Hamburg und warum jetzt? Wir haben uns wirklich schon eine längere Zeit beschnuppert und es gab Momente, wo es ihm nicht passte und jetzt passt es und meine private Situation erlaubt mir das jetzt wieder zu machen und Hamburg ist natürlich schon eine Nummer. Also wie du und ich, wir kennen ja Hamburg schon ewig. Eins der besten, die Fans sind eben, die zelebrieren Football anders in Hamburg. Du hast da immer riesen Zuschauerzahlen in der Vergangenheit gehabt und auch wenn es nicht gut lief, auch in dieser Saison, wenn sie mal im großen Stadion waren, dann bewegen die Massen, die bewegt keine andere Mannschaft in der ELF. Und das ist Potenzial, was ich sehe. Ich finde auch, dass, da kannst du mir zustimmen oder auch nicht, aber sehr, sehr viele gute Footballspieler, die ich in der Vergangenheit und in der Zukunft hoffentlich sehen werde und jetzt gerade auch in der Nationalmannschaft habe, kommen eben auch aus Hamburg. Die sind durch eine schwierige Saison, nachdem Kendrell Allison weggegangen ist, sind einige andere Spieler auch weg von den Hamburg Sea Devils. Vergangene Saison war alles andere als einfach. Es ist immer noch kein Heimstadion da. Ist aber gerade so ein Team, was mitten im Umbruch ist für einen Coach wie dich, gerade das, was interessant ist? Genau, das ist ja auch das Reizvolle. Ich habe mich noch nie in meiner Karriere in irgendein gemachtes Bett gelegt. Also das war immer so, dass ich gerufen wurde, wenn irgendwas aufzubauen war. Warum auch immer. Ich kann es mir auch leichter machen, aber diese Situation ergab sich bei mir nie. Und von daher habe ich das dann über die Jahre gelernt, dass man dann eben auch ein Programm aufbaut, dass man weiß, welche Stellschrauben müssen gedreht werden. Nicht nur im Sport, sondern auch im Umfeld etc. Das sind also Dinge, da mische ich mich sehr wohl auch mit ein. Ja. Sack und Pack und Umzug nach Hamburg oder bleibt ihr, wo ihr seid? Ja, wir sind in Hildesheim, das ist 180 Kilometer weg und das können wir sicherlich meistern mit dem Auto. Ich werde zu sehr unchristlichen Zeiten hin und her fahren, weil ich natürlich früh im Büro sein will und spät wieder nach Hause. Das heißt, ich glaube, der Verkehr wird nicht so eine Rolle spielen. Nein, das ist ein bisschen leichter zu handeln als in der Vergangenheit, wo es sehr viel weiter weg war. Aber sollte sich das stabilisieren, eine tolle Sache sein. Also ich würde auch gerne in Hamburg leben. Das ist jetzt nicht die Frage. Jetzt bist du ja auch Bundestrainer, wissen wir ja alle. Und bleibst du Bundestrainer und Sea Devils Head Coach in Personalunion? Du hast das ja schon mal in Berlin mit den Adlern gemacht. Also bleibt alles beim Alten oder wie schaut's aus? Ja, also es bleibt im Moment alles beim Alten. Wir wissen um die Problematik zwischen Verband und ELF und da will man ja die Augen auch nicht vor verschließen. Aber natürlich haben wir viel größere Aufgaben jetzt zu meistern. 2 Länderspiele stehen vor der Haustür gegen die 2 oder 3 aus Europa. Das ist nicht so easy. Und da brauchen wir alle gebündelten Kräfte. Und was dann im Endeffekt Ende Oktober passiert, das soll passieren. Ich habe das Präsidium rechtzeitig informiert und da hat man auch ganz rational reagiert. Und ich denke mal, das wird sich erst im Laufe zum Ende des Jahres hin entscheiden, ob ich es auch mit meiner Arbeitsintensität jetzt und etc. überhaupt meistern kann etc. Da setzt man sich sicherlich noch zusammen. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, so ziemlich bei jedem Headcoach-Posten, der zu vergeben war in der European League of Football, kam dein Name in die Diskussion. Jetzt kommt auch noch Kopenhagen dazu. Die Teams schrauben schon wie verrückt jetzt schon an ihren Teams für 2025. Gab es noch andere Teams, die Coach Fatah haben wollten? Ja, die gab es. Die kann ich nicht nennen. Da war ich auch vor Ort und habe mich da auch nett unterhalten. Aber am Ende des Tages war Hamburg am schnellsten, am längsten und am hartnäckigsten. Und dann
war das Gefühl auch sehr, sehr gut. Egal mit welchem Spieler, mit welchem Funktionär man spricht, überall hört man nur Lob und Respekt, was Juan Fatah angeht. Glaubst du, dass dein Name sozusagen helfen wird, Spieler nach Hamburg zu holen bzw. zurückzuholen? Bedingt. Ich denke, dass es für einen jungen Spieler sicherlich sehr, sehr, sehr reizvoll sein kann, weil der Track Record, den ich und mein Trainerstab habe in der Vergangenheit, ist eben so, dass junge Spieler sich wahnsinnig schnell entwickeln unter unserer Ägide. Natürlich ist es, glaube ich, kein Fehler, mit mir zusammenzuarbeiten für einen Spieler. Aber man muss dazu sagen, die Konkurrenz in der ELF ist monströs. Da sind sehr, sehr gute Football-Coaches unterwegs. Und der Name ist dann auch eben relativ. Du musst eben auch abliefern, du musst eben auch organisiert sein, du musst den Leuten das Gefühl geben, dass du weißt, was du machst, dass du sie weiterbringst. Weil im Endeffekt ist das Spiel für die Spieler da. Ja, und ich bin nur so eigentlich das Anhängsel. Aber ich glaube schon, dass ich über die Jahre natürlich auch mir eine Reputation erarbeitet habe, dass ich ehrlich bin, dass ich gute Arbeit abliefer und dass man da mit mir arbeiten kann. Habe ich nur Zustimmer und Leute, die mich mögen? Nein, ich habe natürlich, das kommt mit dem Territorium. Du hast natürlich auch sicherlich Leute, die mich überhaupt nicht mögen. Also das ist okay. Weil wenn du keine Feinde hast, dann hast du auch noch nichts gewonnen. Ah, schön gesagt. Apropos gewonnen, das Finale der ELF ist gerade rum. Auf der einen Seite stand ein Coach, den du über die Jahre hinweg in Österreich sehr gut kennengelernt hast, Chris Kalake. Hey. Auf der anderen Seite das US-Coaching im Imperium rund um Jim Tomsula. Wie hast du das Finale gesehen? Zu Hause am Fernseher. Und das war beeindruckend zu sehen. Also ich fand, das war eine tolle Veranstaltung. Die Zuschauerzahlen, das Stadion, die Atmosphäre, da muss man also allen Machern, die das gemacht haben, organisiert haben, ganz vorne ran, Jelko Karaca, da muss man wirklich mal sagen, das war eine super, super Leistung. Ich fand, das war für den Fan und zu der Zeit, ja, bin ich ja auch noch so ein bisschen wie ein Fan, habe ich das sehr genossen. Also ich fand das ein super, super Event. Das Spiel selber hat mich ein bisschen überrascht, weil natürlich, wie du sagst, Chris Kalakai und meiner einer, wir haben schon uns große Schlachten geliefert über das letzte Jahrzehnt. Und Chris ist einer, der sicherlich das nicht so leicht verkraften wird. Der wird sicherlich ganz, ganz schnell wieder im Laboratory sein und an seinem Board und wird sich ganz genau einfallen lassen, wie er das in der Zukunft vermeiden kann. Ryan Fire ist eben wirklich ein neu kreiertes Team, kaum und kein Unterbau und hauptsächlich da lebt es davon, dass sie eben exzellentes Coaching haben. Die haben ja selbst als Berater Trainer, die könnten woanders Headcoach sein. Also die sind nur Berater. Und dann hast du da noch natürlich mit Richard Kent und Coach Weidinger zwei sehr, sehr gute Trainer, die Richard Kent kenne ich, mit dem habe ich selber schon zu lange zusammengearbeitet, mit Jimmy Tomsula habe ich 4 Jahre gearbeitet, das sind alles richtig gute Leute und das macht einem so ein bisschen Angst, aber es ist nichts forever und ich schaue mal gerne in die Offseason und warte mal, ob dieses Konstrukt auch so zusammenbleibt. Das ist immer so die Hoffnung der anderen, dass das eben ein paar Jahre gut geht, aber dann werden die Leute eben auch immer schauen, ob das Gras grüner ist auf der anderen Seite des Zaunes. Bevor ich dich entlasse, Juan, kurz, Nationalmannschaft, was steht an? Wie sieht's aus? Ja, wir haben jetzt in 2 Wochen unser letztes Camp dieses Jahr. Wir haben leider wenig Maßnahmen, das ist aber budgetären Zwängen geschuldet, da kann niemand was für. Wir haben jetzt den Red Kader, ziehen wir jetzt zusammen, das ist sozusagen der erweiterte Kader, das sind jetzt nur 60 Mann, weil wir müssen dann in der Woche oder gleich am Montag nach dem Camp werden wir dann runtergehen auf den Goldkader. Der ist das aktive Kader, 45 Mann. Dann kommt dazwischen noch der GFL Bowl. Und dann haben wir sozusagen die Auswärtsfahrt nach England. Nach Birmingham fliegen wir ein und dann spielen wir gegen die GB Lions. Das wird ziemlich kompliziert und schwer, weil die haben sehr, sehr aufgerüstet. Also wer das letzte Spiel sich anschauen will, weil er interessiert ist, das wird nicht sein, was du sehen wirst. Das ist, die wissen, was mit uns kommt nach England und die sind natürlich wahnsinnig, die haben kein Interesse, da unter die Räder zu kommen. Deswegen haben die, nach meinem Empfinden, sich wahnsinnig verstärkt in der Mannschaft mit Dual Passports, Americans, Kanadiern. Das ist alles legitim auf diesem Level und das machen die zu Güte und geben richtig Gas. Danach, eine Woche gleich danach, Schweden,
am 26. Oktober in Krefeld. Ja, in der Grotenburg Arena. Das sollte ein Happening werden. Da rufe ich alle auf, dahin zu kommen. Das ist irgendwie ein echt cooles Stadion. Die Krefeld Ravens sind jetzt aufgestiegen. Die wissen, glaube ich, gar nicht, was sie da für eine schöne Schatztruhe haben. Das ist so ein geiles Stadion, Opo. Und da werden wir reingehen. Ich hoffe, wir können es füllen, weil das ist das erste Heimspiel nach fast einem Jahrzehnt. Ja, das muss man mal auch so sehen. Dann kann man die Nationalmannschaft beobachten. Hoffentlich mit einem Sieg im Gepäck aus England. Wunderbar, Schuhan. Herzlichen Dank für das Interview. An alle Hamburg Sea Devils Spieler schon mal kann ich rausschicken. Einer meiner Lieblingssprüche von Coach Fatah ist: Football ist keine Demokratie. Viel Spaß mit ihm. In der Erima GFL steigt das Finale erst am 12. Oktober in Essen. An diesem Wochenende heißt es Halbfinals. Den Anfang machen die Potsdam Royals, die im Luftschiffhafen die New Yorker Lions begrüßen. Ein Duell, das man durchaus als ein Treffen des alteingesessenen deutschen Football-Adels gegen die Newcomer bezeichnen darf. Nun, die Newcomer sind die Titelverteidiger und auch der klare Favorit. Kein Team hat es in dieser Saison geschafft, die Potsdam Royals auch nur an den Rand einer Niederlage zu bringen. Die New Yorker Lions sind, gelinde gesagt, chaotisch in die Saison gestartet, haben sich aber rechtzeitig berappelt. Um Potsdam vor Probleme zu stellen, muss die Defense-Line der Löwen über sich hinauswachsen. Für den Wide Receiver der IFM Razorbacks Ravensburg, Michael Meyer, ist die Saison seit der Viertelfinalniederlage gegen die Lions beendet. Aber nicht nur das. Der 30-Jährige hat außerdem bekannt gegeben, seine Karriere zu beenden. Die Gründe seines Rückzugs und seine professionelle Einschätzung zu den Halbfinalbegegnungen der GFL hat er Football verraten. Wide Receiver Michael Meyer durfte sich am vergangenen Wochenende seinen Traum erfüllen. Er und seine IFM Razorbacks spielten in den Playoffs der German Football League. Das Spiel ging am Ende verloren, was ihn und seine Mitspieler sichtlich frustriert hat. Doch ein persönliches Highlight erreichte er noch. Meyer fing noch einen Touchdown im Viertelfinale. Nach 12 Jahren und 116 Spielen für die IFM Razorbacks beendet Meyer nun seine Karriere. Er verrät uns auch seine Gründe. Ja, also ich hatte drüber nachgedacht, die letzten Jahre eigentlich schon. Mir wurde da ein bisschen auch der Spaß geraubt durch die Saisons, die wir hatten. Kein richtiges Quarterback-Play. Habe mich dann nochmal entschieden, weiterzuspielen. Eigentlich zwei Hauptgründe waren das. Einmal, dass der Coach Gilligan wiedergekommen ist und dass wir in der ersten Liga geblieben sind. Zweite Liga hätte ich nicht nochmal gespielt. Da hätte ich dann wahrscheinlich meine Abschiedssaison vielleicht in München gespielt, in der ELF oder so. Und im Laufe der Saison hat es mir wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht und ich werde es auch in guter Erinnerung behalten, aber jetzt, ich meine, ich habe geheiratet, Frau, Haus, Kind, das kostet alles Zeit und ich kann nicht mehr den Sport in dem Ausmaß betreiben, wie ich es gerne möchte und dann will ich es gar nicht mehr. Michael Meyer kommt auf 116 Spiele für die Ravensburger und hatte 478 Catches und insgesamt 7.892 Receiving Yards. Der 30-jährige Meyer erzielte insgesamt 112 Touchdowns für die Razorbacks. Er selbst war aber nicht immer glücklich in Ravensburg. Die letzten 2-3 Jahre waren sehr frustrierend, vor allem aus Receivers Sicht, da wir wirklich kein gutes Quarterback-Play hatten. Viel Verletzungspech, also wir hatten eh immer schon eine relativ kleine oder flache Kadertiefe. Da haben uns Ausfälle immer wehgetan und dann war das in den letzten Jahren, ja, das war einfach nicht rund. Es war sehr frustrierend und es war einfach auch nicht kompetitiv, was wir da hatten. Doch Meyer wird den Razorbacks als Fan erhalten bleiben und sieht auch eine gute Zukunft unter Coach Gilligan. Also ich sehe der Zukunft sehr, sehr positiv entgegen. Der Head Coach, wie ich es auch schon letzte Woche gesagt hatte, vor dem Spiel, ist bei uns ein riesen Faktor gewesen. Diese Konstanz, die sieht man bei allen Top-Teams. Die haben nicht jedes Jahr Trainerwechsel. Und dementsprechend, denke ich, haben wir jetzt eine gute Basis. Wir haben viele junge Spieler, die jetzt auch schon Playoff-Erfahrung haben. Ich denke, das wird auch noch Vorteil sein in den nächsten Jahren. Und jetzt muss man halt schauen, dass man in der Offseason wieder gute Verstärkungen findet. Dieses Jahr viel Fluktuation gehabt, viel ausgetestet, Spieler wieder zurückschicken müssen. Aber jetzt haben wir einen guten Kern. Doch wir konnten Michael Meyer nicht ziehen lassen, ohne ihn zu fragen, wie die GFL-Playoffs ausgehen werden und
ob er irgendwo eine Überraschung erwartet. Um ehrlich zu sein, bei Potsdam gegen Braunschweig sehe ich eigentlich keine Überraschung. Potsdam, ganz klar, das dominierende Team dieses Jahr gewesen. Braunschweig hatte jetzt gegen uns eben vor allem mit den Inside-Runs und mit Screens Yards gemacht. Ich denke, das wird gegen Potsdam nicht funktionieren. Und dann wird es schon sehr schwierig. Da ist die Passing-Attack bei Braunschweig einfach nicht in der Lage, um ehrlich zu sein, gegen die Big-Play-Offense von Potsdam mitzuhalten. Ich denke, das wird ziemlich eindeutig. Und bei Dresden gegen Hildesheim glaube ich auch nicht, dass wirklich eine Überraschung möglich ist. Dresden, ein rundum solides Team, ausgewogen. Hildesheim, auch ein Rush-Heavy-Team, mit hier und da, die zum Teil 3 Flea-Flicker pro Spiel. Ich denke, das wird gegen Dresden nicht klappen. Da sehe ich eigentlich auch keine Überraschung. Ich denke, das wird ein Finale Potsdam gegen Dresden. Und ich denke auch, dass das Most Competitive Finale wäre, das wir uns wünschen könnten. Die Kirchdorf Wildcats hatten so gar nichts mit den GFL Playoffs zu tun. Nach einer Saison mit nur einem Sieg aus 12 Spielen beendete man die Saison auf dem letzten Platz der GFL Süd. Der Head Coach Christoph Riener hat seinen Posten freigemacht und Justin McKenzie wird der neue Mann an der Seitenlinie. Der Kalifornier ist aber nicht komplett unbekannt in Bayern. Von 2004 bis 2005 und nochmal 2008 war er als Quarterback für die Wildcats aktiv. Erfahrungen sammelte er auf der ganzen Welt. Neben den Wildcats spielte er für 6 weitere Teams in Europa und auch Stationen in Neuseeland, Ägypten, Mexiko, Panama, Costa Rica und Kolumbien stehen in seiner Vita. 2008 beendete McKenzie seine Karriere als Spieler und begann mit dem Coaching. Los ging's in Neuseeland als Head Coach der North Harbour Pride University. Zuletzt war er Head Coach der San Diego Jewish Academy und das mit Erfolg. Ich übernahm ein Programm, das es 11 Jahre lang nicht in die Playoffs geschafft hatte und führte das Team in meiner ersten Saison zum CIF-Meisterschaftsspiel. Von 2018 bis 2023 erreichten wir 4-mal die Playoffs, 3 aufeinanderfolgende Reisen zum Meisterschaftsspiel, 2 Ligameisterschaften, 2 ungeschlagene reguläre Seasons und 1 ungeschlagene Meisterschaftssaison. Als Headcoach will McKenzie die schwere Aufgabe übernehmen, die Wildcats in der GFL zu etablieren. Um das zu erreichen, legt McKenzie, wie er Football gegenüber bestätigte, hohen Wert auf die Arbeitsethik auf und abseits des Feldes. Zudem will er jedem Spieler einen hohen Football-IQ vermitteln. Er freut sich darauf, einen schnellen, schlagkräftigen und disziplinierten Stil nach Kirchdorf zu bringen. Die Fans sollten vorab wissen, dass ich ein innovativer und aggressiver Coach bin. Persönlich bin ich sehr entspannt, aber extrem leidenschaftlich, wenn es um American Football geht. Wir werden gespannt hinschauen, was der 44-jährige Amerikaner aus dem Kader der Wildcats so herauskitzeln kann. Doch bevor wir die erste Football News Zone beenden, haben wir noch ein Thema und das sollte für Diskussionsstoff in den Kommentaren sorgen. Klar, die Teams der GFL haben so ihre Probleme mit der ELF, aber wir wollten mal einen eigentlich ganz interessanten Denkanstoß liefern. In der ELF ist ja das Projekt Leipzig Kings krachend gescheitert und wenn man mal ehrlich ist, gäbe es im Osten Deutschlands auch nur einen Standort, an dem ein European League of Football Franchise wirklich Sinn machen würde. Ganz klar, Dresden. Auch wenn einige jetzt Schnappatmung bekommen, ganz vorsichtig, es ist nur ein Denkanstoß. Aber mal ganz ehrlich, die Monarchs haben eine richtig große und tolle Fanbase. Die Trainingsbedingungen lassen kaum einen Wunsch offen und seit Jahren wird in Dresden auch in Zusammenarbeit mit der Stadt richtig gute Arbeit geliefert. Dazu kommt, in der GFL werden die Monarchs immer in irgendeinem unfairen Wettstreit stehen. Denn solange Teams wie Potsdam sich eine Europaauswahl mit mehr als 30 Imports leisten können, wird man den Pokal wohl nur aus der Ferne bewundern. Daher unsere provokante These. Bremsen sich die Dresden Monarchs selber aus, indem sie in der GFL bleiben? Das soll nicht bedeuten, dass die ELF die höhere oder bessere Liga ist. Die ELF ist schlichtweg ein anderer und europaweiter Ansatz. Dies das offizielle Statement der Monarchs. Es gab keinen Kontakt zwischen der European League of Football und unserem Verein. Zudem stehen wir dem Projekt der European League of Football sehr kritisch gegenüber und es gibt keinen Grund, unser gewachsenes Solidarsystem zu verlassen.
Die Konzentration unseres Vereins liegt weiterhin auf der eigenen Professionalisierung. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, lasst ein Like da und abonniert den Football TV-Kanal. Viele Teams arbeiten schon jetzt mit Hochdruck am Roster für 2025. Fast stündlich werden Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Das alles findet ihr auf football.eu. Soweit die erste Ausgabe der neuen Football News Zone. Tschüss und bye bye.